Hallo, ich grüße euch. Ja, ich hatte vor kurzem euch einen Aufruf bei YouTube eingestellt, dass ihr mir gerne für eine Kontoanalyse auf YouTube eure ja, Google Ads Kundennummer schicken könnt. Dann genau, gucke ich da rein und gebe euch ein paar Tipps und eine Analyse. Und das hat jetzt der Erste gemacht, nämlich der Chris. Und zwar haben Sie oder betreiben Sie eine Firma für Garagentore etc., also für so verschiedene Technikthemen. Und genau, da gibt es jetzt im Prinzip hier diesen Shop, ja, der wird beworben über Google Ads, der läuft auch schon anscheinend etwas länger. Genau, und ich habe den Zugriff zum Konto bekommen und ja, Chris möchte gerne jetzt ein paar Tipps bekommen, meine Einschätzung bekommen zu dem Konto. Ja, und einfach ein paar Ideen, was man machen könnte oder was man eben noch machen kann. Ja, und ihr alle könnt davon sicherlich auch eine Menge lernen. Erstens, wie ich vorgehe dabei, ja, Konten zu analysieren und mir das entsprechend anzuschauen, also einen kurzen Audit, wie man das dann auch nennt, vorzunehmen. Könnt gewisse Themen dann auch bei euch selbst nochmal überprüfen, ob das bei euch vielleicht auch so ist. Ja, und werdet vielleicht auch ein paar Sachen entdecken, von denen ihr noch nie was gehört habt, ja, oder die vielleicht einfach für euch eben neu sind. Genau, insofern freue ich mich sehr und wenn du das auch wahrnehmen möchtest, dann schreib mir an christoph@master-of-search.de und genau, schick mir die Google Ads Kundennummer und ja, dann stimmen wir uns einfach kurz ab und dann machen wir entsprechend diese Analyse. Gut, dann springen wir rein ins Konto. Habt natürlich Verständnis dafür, dass das ein oder andere dann als unkenntlich noch gekennzeichnet wird, damit jetzt nicht jeder auf YouTube auch die Kundennummer sieht etc. Und wir verschaffen uns einmal einen Überblick. So, ich sehe als erstes, dass es momentan 19 aktive Kampagnen gibt. Ja, das ist also sozusagen das, was ich hier als erstes sehe. Das sind Suchkampagnen und Shoppingkampagnen. Genau, es gibt keine Display-Kampagnen, es gibt keine smarten Kampagnen, es gibt auch keine lokalen Kampagnen. Das muss ja auch nicht sein, ne, sondern erstmal sozusagen Status Quo-Analyse. Dann fällt mir relativ schnell auf, dass die Budgets alle relativ überschaubar sind. Die liegen so alle im 5-Euro-Bereich. Hier ist jetzt mal eine 10 € am Tag dabei. Aber ich vermute mal, dass das pro Kampagne relativ wenig Budget und manchmal vielleicht auch zu geringes Budget ist. Dann werfe ich relativ schnell einen Blick darauf, was für Geburtsstrategien werden denn verwendet. So, da sehe ich einmal manueller CPC bei der Shopping Brand Kampagne. Dann sehe ich ganz viel Klicks maximieren. Dann sehe ich Conversion Wert maximieren und ich sehe angestrebter Anteil an möglichen Impressionen, auch für eine Such Brand Kampagne. Okay. Das ist jetzt hier für die Brand Kampagne durchaus eine sinnvolle Strategie, ne? Da geht man auf Sichtbarkeit. Wir können ja auch mal gucken, wie die Sichtbarkeit der Brand ist. Dazu müssen wir uns noch Spalten einblenden und zwar Wettbewerbsmesswerte, Anteil an möglichen Impressionen im Suchnetzwerk, Anteil an entgangenen Impressionen im Suchnetzwerk aufgrund des Rangs und Anteil an entgangenen Impressionen aufgrund des Budgets. Genau, um das nochmal kurz zu erklären, die Begrifflichkeiten, der Anteil an möglichen Impressionen oder auf Englisch der Impression Share, der sagt im Prinzip aus, dass wir ein gesamtes Suchvolumen auf Google haben, ja, was ja im Prinzip einfach dort in den Suchschlitz eingegeben wird, zu den Begriffen, die dann der Werbetreibende bucht. Und nehmen wir mal an, das sind 1000 Impressionen am Tag. Und dann habe ich ja auch die Impressionen meiner Anzeigen. Und da sagen wir mal, es sind vielleicht 500 Impressionen am Tag, weil das Budget nicht ausreicht oder weil ich die Geburtsstrategie zu stark einschränke und die Gebote zu gering sind, weil vielleicht die Qualitätsfaktoren zu gering sind. Ja, und dann habe ich eben einen sogenannten Anteil an möglichen Impressionen oder Impression Share von 50%. Ja, also 500 auf 1000 gesehen sind dann eben 50%. So, und dann kann ich sehen, wenn ich eben nicht diese 100% erreiche, was auch vielleicht nicht immer Ziel ist, bei der Brand sicherlich schon. Bei generischen Kampagnen will man ja eigentlich vor allem die haben, die auch zu Umsätzen führen. Und dann kann ich auch sehen, okay, warum verliere ich denn hauptsächlich Impressionen? Verliere ich das vielleicht aufgrund des Budgets? Ja, das ist dann das Einfachste, was ich lösen kann, indem ich einfach das Budget erhöhe.
Oder verliere ich das aufgrund des Anzeigenrangs? Und in dem Fall ist der Anzeigenrang ein bisschen komplizierter. Das ist immer die Auktion von Qualitätsfaktor multipliziert mit dem Gebot, was abgegeben wird. Das ergibt den Anzeigenrang. Und der Anzeigenrang, der bestimmt dann im Prinzip, wer steht oben, wer steht darunter und so weiter. Also mit dem höchsten Anzeigenrang, die Anzeige steht ganz oben, ganz unten steht dann die Anzeige mit dem niedrigsten Anzeigenrang. Ja, das ist immer diese Auktion. Jeder Werbetreibende gibt in dem Moment, wo bei Google eine Anfrage gestellt wird, das Gebot ab, Qualitätsfaktor wird übermittelt, das wird multipliziert und dann werden diese Anzeigenränge entsprechend berechnet und sorgen für diese Positionierung der Anzeige. So, dann gehen wir auf Übernehmen und sehen dann diese drei weiteren Spalten. Die hat Google jetzt hier eingeblendet. So, ich sehe jetzt für den Anteil möglicher Impressionen bei der Suchkampagne tatsächlich keine Werte, was mich gerade auch tatsächlich ein wenig überrascht. Wahrscheinlich ist die Kampagne noch relativ frisch. Es sind auch relativ wenige Klicks und Impressionen. Das lässt mich vermuten, dass das Volumen einfach zu gering ist, als dass Google hier schon Daten anzeigen kann. Können wir jetzt mal testweise den Zeitraum verringern, ob dann vielleicht etwas kommt. Ansonsten seht ihr aber auch hier unten schon Werte für die anderen Kampagnen. Ja, natürlich sehen wir die jetzt nur für die Suchkampagnen, weil das sind ja auch Spalten für die Suchkampagnen. Das heißt, bei der Shopping-Kampagne, auch da wird das nicht angezeigt, weil auch da das Volumen zu gering sein wird. Genau, 34 Klicks. Bei der Shopping-Kampagne hier oben, da zeigt er es an, ne? Weil auch eine Shopping-Kampagne im Prinzip ja hauptsächlich in der Google-Suche ausgespielt wird. So, dann interpretieren wir einmal die Zahlen. Wir gehen jetzt mal hier unten auf die Summenzeile. Und Google sagt uns, über alle Kampagnen, also alle aktivierten Kampagnen, haben wir ein Anteil an möglichen Impressionen von 30%. Das heißt, ja, wir nehmen ein Drittel der Suchanfragen mit und schalten die Anzeigen, ja, beziehungsweise SharTag schaltet diese Anzeigen entsprechend. Das ist nicht so viel. Ja. Ich sagte ja eben schon mal, 100%, das ist nicht unbedingt jetzt das Ziel, ne, dass das so sein sollte, weil wir wollen ja letztendlich die mitnehmen, die auch Umsatz erzielen, zumindest bei den Conversion-Wert maximieren Strategien, bei den Klicks maximieren. Ne, da versucht Google natürlich eigentlich schon auf 100% zu kommen, weil es soll ja so viele Klicks wie möglich auf die Kampagne geben. Ja, und bei angestrebter Anteil, ne, da kann man dann selbst einstellen in den Einstellungen der Strategie, was ich dann abziele. Wie gesagt, die Daten sind zu gering, als dass wir hier schon etwas sehen. So. Jetzt haben wir diese 30% in den letzten 7 Tagen als ja, Messwert, um sagen zu können, okay, wir nehmen vom Markt ungefähr ein Drittel an Sichtbarkeit mit. Ja? Und was fehlt uns denn, um diese anderen 2 Drittel mitzunehmen? Und das ist jetzt interessanterweise auch genau ausgeglichen. Wir verlieren ein Drittel aufgrund des Tagesbudgets. Ja? Und da können wir auch gucken, welche Kampagnen das betrifft. Das ist vor allem diese Kampagne, die Shopping-Kampagne. Hier ein wenig, da nochmal 10%. Ja, und dann hier noch ein paar kleinere. Hier die Garagentorantrieb, die verliert noch relativ viel. Ja, das sind im Prinzip die, die aufgrund des Budgets verlieren. Wenn da die Ergebnisse stimmen, also wenn da der CPA, also der Kost pro Aktion oder auch der ROI, also Conversion Wert durch Kosten, wenn das dort zufriedenstellend ist, also wenn das alles passt, dann ist meine Empfehlung, dort das Budget anzuheben. Ne, natürlich immer Liquidität vorausgesetzt, aber letztendlich wird jeder weitere Euro, den man hier Google reingibt, auch entsprechend zu mehreren Euros Umsatz führen. Ne, das ist dann eben gerade, wenn die Geburtsstrategie hier so gewählt ist, relativ wahrscheinlich oder ich sag mal zu 95% wahrscheinlich, dass höhere Kosten auch zu einem höheren Umsatz führen werden. Einfach weil Google schon entsprechend die Daten auch hat. So, ne, das ist also aufgrund des Budgets. Und dann haben wir noch ungefähr ein Drittel, sogar ein bisschen mehr als ein Drittel, dass Google Sichtbarkeit verliert aufgrund des Anzeigenrangs. Ja, und da sind es dann ja vor allem diese Kampagne, die Shopping-Kampagne auch, diese Kampagne und diese. Ja, es gibt ein paar, die da relativ, auch die verliert hier stark, die Sektionaltore.
Ja, die verlieren aufgrund des Anzeigenrangs. Das bedeutet, entweder sind die Qualitätsfaktoren nicht gut oder die Gebote sind entsprechend zu gering gesetzt. Ja, und ich glaube, hier haben wir vorne auch schon Meldungen bei manchen, dass die Gebotsstrategie eingeschränkt ist. Das kann sein, dass dort maximale Klickgebote gesetzt werden. Genau, es wurde ein Höchstgebot gesetzt in der Strategie. Das heißt, das könnte man dann eben auflösen, indem man Google etwas mehr Freiraum gibt. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer es gibt dafür wirklich einen guten Grund. Das kann ich jetzt ja nicht abschließend sagen. Dazu müsste man sich eben nochmal genauer austauschen zu der Strategie. Ich würde generell, und das greife ich jetzt einfach schon mal vorweg, hier auch zu anderen Gebotsstrategien ja, tendieren. Ja, also ich würde empfehlen, dass man eine sogenannte Portfolio-Strategie verwendet, zum Beispiel für alle generischen Suchkampagnen. Das bedeutet, ne, wir gehen hier oben mit der Tools, Gebotsstrategien rein, legen eine ja, quasi kontoweite Gebotsstrategie an, vom Typ Conversion-Wert maximieren oder vielleicht noch besser von einem bestimmten Zielroas. Ja, also das Chartek im Prinzip definiert, okay, wenn wir 100 € ausgeben, möchten wir 300 € Umsatz haben, ja, und dann wäre das eben ein Zielroas von 300%. Ja, und dann ordnet man im Prinzip diese Portfoliostrategie den Kampagnen zu und Google kann dann auch auf deutlich mehr Daten zugreifen. Momentan, so wie das jetzt eingestellt ist, auf diese Kampagnenweise Gebotsstrategie, schaut sich Google mehr oder weniger wirklich nur diese Kampagnendaten an. Ne? Und das sind natürlich deutlich weniger, als wenn Google einfach in einer Portfoliostrategie das alles summieren kann, sowohl die Klicks als auch Impressionen, ne, als auch Kosten und natürlich auch Conversions und Conversion-Werte. Ja, also wenn Google dort viel mehr Daten zur Verfügung hat, um das zu optimieren, dann kann Google auch viel besser algorithmisch lernen und anpassen. Ja, also zu welcher Uhrzeit kommen die meisten Conversions, von welchen Nutzern, aus welchen Standorten, mit welchen Suchbegriffen, von welchen Geräten, an welchen Wochentagen, also so viele Signale, die Google da ja automatisiert auch berücksichtigen kann. Und je mehr man reinfüttert an Daten, desto besser kann Google natürlich das Ganze auch optimieren. Ja? So, jetzt haben wir im Prinzip erstmal diesen Überblick auf Kampagnenebene. Wir haben Sichtbarkeit, wir haben Gründe, warum die Sichtbarkeit eben noch deutlich ausbaubar wäre. Ja? Immer vorausgesetzt, die Strategie ist halt, dass ich entsprechend hohe Sichtbarkeit habe oder eben entsprechend hohen Umsatz habe. Ich habe gesagt, die Gebotsstrategie würde ich tatsächlich anpassen. Vor allem diese Klicks maximieren Strategien haben aus meiner Sicht nicht die richtige ja, Zielstellung, sondern die sollten auch auf Conversion-Wert maximieren gehen und ne, im Idealfall als Portfoliostrategie mit einem Zielroas. Das wäre so jetzt meine ersten Empfehlungen. Dann gucken wir doch mal, was überhaupt auch gemessen wird. Ja, wir gehen also mal hier in die Conversions hinein und gucken mal, was wird denn eigentlich gemessen. So, es wird Kauf abgeschlossen gemessen. Ne? Das ist natürlich auch perfekt. Das ist auch die primäre Methode. Ne? Also Zahlungsmethode ist hier ein bisschen missverständlich formuliert. Letztendlich geht es um eine primäre Conversion-Aktion, ne? Die Google dann entsprechend auch in die Optimierung mit reinnimmt. Und die hat auch entsprechend einen Wert. Ich gehe mal hier auf alle Conversions anzeigen. Die Übersicht finde ich ein bisschen besser. Hier sieht man nämlich dann auch, was für ein Wert wird dort übergeben. Genau sieht auch die Quelle, werden die aktuell erfasst, wie ist die C-Methode eingestellt und sind die Zielvorhaben auf Kontoebene auch mit einbezogen bei den Kampagnen. Und das ist jetzt sozusagen das nächste, was ich hier ja, mal zu bedenken gebe. Google optimiert momentan quasi wirklich nur auf diese kaufabgeschlossenen Conversions. Ja, das ist das, was Google momentan hauptsächlich sieht und was eben ihm gesagt wird mit der sogenannten primären Aktionsoptimierung, dass das Kaufen, ne, also die Kauf-Conversion im Prinzip die wichtigste und auch die einzige ist. Denn die anderen Conversions, die hier definiert sind, was im Prinzip super Mikro-Conversions, also Hilfs-Conversions sind, ne, also jemand hat was zum Warenkorb hinzugefügt, ein Nutzer war länger als 30 Sekunden auf der Seite, hat mindestens 3 Seiten gesehen, war länger als 2 Minuten auf der Seite oder hat sich ein Produkt angesehen. Da wird ordentlich gemessen, was ganz normal ist. Ne? Also die Anzahl an Conversions sind extrem hoch.
Und diese Kaufconversions, die sind logischerweise im Verhältnis relativ niedrig. Ne? Letzte 30 Tage, 71 Conversions über das gesamte Konto. Das ist schon grenzwertig niedrig, wenn man das dann nochmal runterbricht auf die einzelnen Kampagnen. Ne? Und wenn man eben nicht eine Portfoliostrategie verwendet. Da hat Google einfach nicht so viel Futter und so viel Lernmaterial, dass er einfach da algorithmisch sehr gut optimieren kann. Diese Hilfsconversions bieten sich total an, auch mit einzubeziehen, vor allem, weil ihr hier auch die Werte richtig gesetzt habt. Ja, also ihr gebt hier bei hat das in Warenkorb hinzugefügt einen Wert von 7,50 € mit. Nutzer über 30 Sekunden, 3 Seiten und über 2 Minuten haben 75 Cent. Ja, also einen sehr, sehr niedrigen Wert. Das ist auch vollkommen richtig so. Und hier unten habt ihr 1,50 € für Produkt angesehen. Das heißt, ihr habt eine super Treppenstufe im Prinzip. Also ihr habt eine Treppe mit mehreren Stufen. Ganz oben auf dieser Treppe ist im Prinzip der Kauf. Ja, ganz unten sind im Prinzip hier diese Sitzungsdauer und die mindestens 3 Seiten angesehen. Ja, und dazwischen kommt dann eben Produkt angesehen und dann noch das zum Warenkorb hinzugefügt. Ja, und das sind ja alles Aktionen, die führen Webseitenbesucher Stück für Stück diese Treppe hoch, ja, bis dann auch ein Kauf abgeschlossen wird. Und wenn ihr im Prinzip euch diese Conversions hier vorstellt, dann kann Google, wenn er darauf optimieren kann, einfach noch viel besser unterscheiden, welche Besucher hole ich denn von Google auf die Webseite von Chartek und macht im Prinzip dann auch meine Wertigkeit und jemand, der natürlich länger als 2 Minuten auf der Seite ist, der sich ein Produkt angesehen hat, der etwas in den Warenkorb gelegt hat, hat eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dann auch wirklich zu kaufen. Und wenn Google Nutzer auf die Seite schickt, die nicht mal 30 Sekunden auf der Seite sind, ja, dann weiß Google schon, okay, je mehr Daten ich jetzt habe, desto besser verstehe ich, dass bestimmte Nutzergruppen, ja, Alter, Geschlecht, Standort, Gerät, Tageszeit, Wochentag und so weiter, ja, im Prinzip eine sehr, sehr geringe, wenn nicht gar eine quasi ausgeschlossene Conversion-Wahrscheinlichkeit hat. Ja, jemand, der auf die Seite kommt, nach 5 Sekunden wieder zu Google zurückspringt, der wird niemals kaufen, ne? Weil er hat ja nicht mal diese erste Stufe der 30 Sekunden genommen. Also ich hoffe, das wird verständlich, so dieses Prinzip. Das ist auch das, was ja einfach Google sehr stark empfiehlt, dass man A mit diesen Mikro-Conversions auch arbeitet und B den entsprechend mit diesen Wertigkeiten auch ja, das einfach sozusagen sinnvoll vergibt. Ja, und C, Google einfach damit eine Menge von Möglichkeiten und Informationen zur Verfügung stehen, um einfach den Traffic, der auf die Seite kommt, wirklich zielgerichtet zu optimieren. Ja, und das dann, wie vorhin gesagt, hat natürlich auch zur Folge, dass nicht 100% Sichtbarkeit das Ziel sein kann, ne, sondern Google soll ja das nur den Nutzern ausspielen, zu den Wochentagen, auf den Geräten, an den Standorten, wo die Conversion-Wahrscheinlichkeit für Chartek größer ist, ja, als eben null. Okay, so, also das heißt, die Grundlagen sind hier eigentlich super geschaffen. Wie könnte man das jetzt umsetzen? Und zwar würde ich dann eben hier reingehen in die Conversion. Ich ändere natürlich jetzt hier nichts in dem Konto, ohne das 1:1 abgesprochen zu haben. Und würde diese Einstellung Optimierung von Zielvorhaben und Aktionen als sekundäre Aktion, ja, würde ich entsprechend ändern und würde sagen, diese soll als primäre Aktion für die Geburtsoptimierung verwendet werden. Ja, also die soll eben auch mit hinzugenommen werden. Und Google soll das bitte in der Geburtsoptimierung auch berücksichtigen. Ja, wie gesagt, momentan kommt das zwar mit an, wenn ich nochmal zurückspringe auf die Kampagnenübersicht und wir einmal ein Segment einblenden, Conversions, Conversion-Aktion, dann werden wir sehen, dass Google das zwar hier uns pro Kampagne anzeigt, ja, und quasi aufgliedert, wie viele von diesen Conversions sind dann entsprechend dann auch aufgeteilt, ja, also 106,8 Conversions in der Kampagne. Davon waren 42,6 Produkt angesehen. 26,4 waren länger als 30 Sekunden, 16,9 mehr als 2 Minuten. Und es gab einmal ein Add to Cart. Ja, aber in dem Fall habe ich zum Beispiel nicht einen einzigen Kauf. Ja, das heißt, da kann Google im Prinzip auf diese primäre Aktion Kauf gar nicht so hundertprozentig optimieren. Und
Das wäre definitiv mein Vorschlag, das so umzustellen und eben gepaart mit einer Portfolio-Geburtsstrategie auf Conversion-Wert maximieren oder auf einen speziellen Zielroas zu gehen. Ja, und dann wirklich Google diese Daten sammeln lassen, lernen lassen und dann sehen wir meistens nach 2 bis 3 Wochen wirklich eine deutliche Verbesserung von dem ROI. Ja, also einfach das Verhältnis Kosten zu Umsatz wird sich sehr wahrscheinlich nochmal deutlich verbessern. Genau. Das ist meine Empfehlung. Und dann kann man das Ganze auch, wenn man diese Portfoliostrategie festlegt, kann man, und das wäre auch meine Empfehlung, dann auch nochmal auf die Budgets quasi zurückgehen und kann sagen, okay, ich mache nicht pro Kampagne ein Budget, sondern ich gebe diesen Kampagnen ein gemeinsames Budget. Ja, und dann hat Google nochmal mehr die Möglichkeit, der Kampagne ein höheres Budget zu geben, wo auch die Conversion-Wahrscheinlichkeit höher ist. Ihr seht, es gibt hier ein sehr starkes Gefälle zwischen den Kampagnen, die quasi den Großteil an Conversion-Werten generieren. Ja, 916 Euro, 395 Euro, das sind hier so die großen Kampagnen. Ja, und dann fällt das deutlich ab. Und warum sollte jetzt hier unten, warum sollten diese Kampagnen auch jeweils 5 Euro am Tag bekommen, wenn doch die hier oben vielleicht eben auch eingeschränkt sind durch das Budget? Ne? Also seht ihr ja, die ist eingeschränkt durch das Budget, die auch, obwohl die halt zu einem guten ROAS relativ viele Conversions und relativ viel Umsatz auch generiert. Ja, das heißt, ich würde eben bei der Portfolio-Geburtsstrategie dann auch sagen, ne, nicht nur Zielroas, sondern eben auch gemeinsames Budget. Ja, und würde dann, je nachdem, wenn das 12 Kampagnen sind, 12 mal 5, zum Beispiel 60 Euro setzen, beziehungsweise langfristig gesehen kann das Budget auch ruhig so hoch gesetzt werden, dass Google das gar nicht jeden Tag ausgeben kann, weil wenn er den ROAS erreicht, den ich vorgebe, zum Beispiel 300%, ja, oder 500%, dann kann Google ja ruhig so viel Budget wie möglich ausgeben, ja, solange er mein Ziel erreicht und so viel Umsatz zu dem Verhältnis holt, wie er kann, ja, dann kann ich ja nur gewinnen, weil je mehr Umsatz reinkommt, desto mehr sollte dann ja auch entsprechend bei euch hängen bleiben. Das heißt, diese Budgetbegrenzung würde ich generell dann nochmal überdenken, ja, wenn man Google wirklich auch euer Hauptgeschäftsziel mitgibt und eben nicht auf Klicks maximieren und nicht auf Kampagnenebene das mitzugeben. Okay, so, das heißt, wir haben uns jetzt angeschaut, wie viele aktive Kampagnen sind da, was sind das für Kampagnen, Budgets, die Impression Shares, die Geburtsstrategien, die Conversions haben wir uns angesehen. Ja, das heißt, jetzt haben wir schon mal sozusagen so einige grundlegende Sachen entsprechend uns angeschaut. So, dann interessiert mich einmal die Struktur der Kampagnen. Ja, also ich gehe jetzt mal exemplarisch hier in welche rein. Okay, es gibt eine Anzeigengruppe, die aktiv ist. Mit einem Keyword, okay, deswegen die Abkürzung SKAG für Single Keyword Ad Group. Ja, das sind auch hier diese Kampagnen. Sage ich gleich zu was. Ich gucke nochmal in die anderen Kampagnen, die diesen Hinweis nicht haben. Okay, hier sind es deutlich mehr Anzeigengruppen zu Drehtorantrieben. Okay, da sind auch einige Keywords pausiert. 1800 Keywords, okay, das ist viel. Das ist viel. Auf wie viele Anzeigengruppen? Auf 12 Anzeigengruppen. Oh ja. Okay. Da vermute ich mal, ohne das jetzt schon so im Detail mir angeschaut zu haben, dass es hier eine Menge sogenannter Keyword-Leichen gibt. Das bedeutet, da sind Keywords drin, die wurden aus dem sogenannten Longtail-Bereich mal mit hinzugefügt. Ja, genau. Führen aber nie zu einer Impression. Ja, also man kann jetzt mal über einen längeren Zeitraum schauen, aber ne, für die letzten 30 Tage seht ihr schon, wie viele Keywords hier drin sind, die noch keine Impressionen generiert haben und wo Google auch noch wirklich von sich aus meldet, nicht aktiv, weil geringes Suchvolumen auf Google. Ja, also da sucht quasi kaum ein Nutzer nach. Ja, das heißt, ihr habt hier wirklich ganz viele sogenannte, ich hoffe, der Begriff ist okay, ja, Keyword-Leichen drin. Das sind also Keywords, die nie zu einer Anschaltung, zu einer Anzeigenschaltung führen. Da ist meine Empfehlung,
über einen langen Zeitraum gucken, also ein halbes Jahr oder ein Jahr, und alles, was keine Impression generiert hat und wo Google diese Statusmeldung bringt, löschen. Ja, also wirklich entfernen. Ihr macht euch damit wirklich nur die Anzeigengruppenstrukturen so voll, dass es A, echt schwer ist, da auch einen Überblick zu behalten. Und B, ist es halt auch für Google einfach da nicht zielgerichtet. Ja? Google hat ja auch Best Practice, dass es eben Keywords gibt, die wirklich aktiv sind, ja? Die wirklich Impressionen generieren, die auch in sich zueinander passen. Ne? Das sieht hier auch so aus. Es hat alles was mit Drehtorantrieben zu tun, ja, und mit entsprechend diesen ja, Flügeltorantrieb, da kenne ich mich jetzt mit den Produkten nicht so im Detail aus, aber sieht für mich so aus, als würde das schon ziemlich gut zueinander passen. Ja, und Gartentorantrieb auch. Das heißt, da würde ich schon sehen, das wirklich deutlich auszudünnen und den Account deutlich schlanker zu machen. Ja, also nehmt das da ruhig mit einem großen Messer sozusagen und schneidet da einmal ordentlich ab. So, und dann gucken wir uns nämlich auch die Qualitätsfaktoren an auf Keyword-Ebene. Gehen wir auf Spalten anpassen, Qualitätsfaktor, und dann nehmen wir noch die drei Unterbereiche dazu und gucken einfach mal, das wird uns jetzt eben nur für die aktiven Keywords anzeigen, aber die nicht aktiven Keywords, die haben auch einen Einfluss auf alle anderen Qualitätsfaktoren. Auch aus dem Grund solltet ihr eben diese nicht aktiven Keywords, ne? Es gibt immer mal welche, die haben Impressionen, da sagt Google trotzdem nicht aktiv, geringes Suchvolumen. Die würde ich da natürlich nicht rausschmeißen, sondern Filter wirklich setzen auf Impressionen gleich 0 für einen längeren Zeitraum. Und ich vermute, die ziehen euch einfach auch insgesamt den Qualitätsfaktor etwas herunter. Und bei den aktiven Keywords, die auch dann Conversions bringen, ja, die sind jetzt auch nicht alle sehr gut, ja, die sind so im Mittelfeld hier, also 5 und 6 ist kein Drama, aber ne, je mehr ihr dort verbessern könnt, also wenn ihr so einen 5er-Wert auf einen 8er-Wert bekommt, dann werdet ihr das deutlich im CPC merken und das werdet ihr auch deutlich in den Kosten pro Conversions merken, die werden nämlich auch sinken und der ROAS, der wird entsprechend steigen. Das heißt, hier würde ich wirklich nochmal gucken, dass man an den unterdurchschnittlichen und eventuell auch durchschnittlichen Bewertungen halt nochmal anfasst. Ja, also Klickrate und Anzeigenrelevanz haben immer was zu tun mit, wie gut passt das Keyword zum Anzeigentext, ist der Anzeigentext gut geschrieben, wie ist die Klickrate im Verhältnis zu den Mitbewerberanzeigen, also auch da gerne mal die Mitbewerbsanzeigen sich anschauen, gucken, ob da ja irgendwas vielleicht besser formuliert ist, was man vielleicht auch adaptieren kann. Gibt es noch Sachen, die ihr ausprobieren könnt, ja, die eure Dienstleistung, euer Angebot, euren Service noch besser beschreiben, ja, was einfach dazu führen kann, dass die Klickrate steigt. Und benutzt ihr eben, ne, da springen wir jetzt mal rein zu den Anzeigen, benutzt ihr responsive Suchanzeigen, ne, mindestens eine pro Anzeigengruppe, ja, genau, das wird benutzt, das ist gut. Gibt auch noch die ältere Version, das ist auch vollkommen in Ordnung. Da würde ich dann aber auch einfach mal Folgendes machen, bei denen mit entsprechend viel Klicks. Geht man in die Anzeigengruppe rein, guckt sich die Anzeigen an, sortiert mal nach Klickrate und pausiert auch die Texte, die eine deutlich schlechtere Klickrate haben als die anderen. Ne, natürlich immer so ein bisschen vorausgesetzt, das ist aussagekräftig, aber 209 Impressionen zu 614, ja, das kann man schon sagen, da kann man auch jetzt davon ausgehen, dass diese deutlich geringere Klickrate wirklich schlechter ist als die. Das heißt, diesen Anzeigentext würde ich zum Beispiel hier in dieser Anzeigengruppe pausieren. Ja? Weil dann würden diese 200 verteilt werden auf die anderen beiden Texte und die laufen mit einer höheren Klickrate. Das heißt, ja, nehmt das einfach mal so mit und guckt euch mal eure Anzeigengruppen auch an und geht mal so vor, längeren Zeitraum, Klickrate, sortieren, ne, dann kann man auch nochmal nach Kosten pro Conversion gucken, auch der ist deutlich höher als hier, ne, das heißt, ihr vergebt nicht nur potenzielle Klicks, weil die Klickrate hier höher ist, sondern die Leute, die dann darauf klicken, konvertieren auch schlechter und gleichzeitig ist auch durch die geringe Klickrate der CPC höher, das heißt, ihr bezahlt für die auch deutlich mehr und auch die Conversions sind dann deutlich teurer. Ja? Genau, also auch das durchgehen, anschauen, Keywords bereinigen, Texte bereinigen und gerne bei den Texten, wie gesagt, auch noch gucken, dass man was optimieren kann. Da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber hier scheinen 15 Titel verwendet zu werden, dann bestimmt auch 4 Beschreibungen. Ja,
aber gerne auch nochmal eine weitere Responsive-Suchanzeige anlegen und nochmal weitere Titel testen, den Keyword-Platzhalter, andere Beschreibungen testen. Also wirklich immer wieder mal durchprobieren, ob andere Formulierungen und andere Überschriften eben auch noch zu einer besseren Klickrate führen können. Ja, und manchmal ist man erstaunt darüber, wie kleine Änderungen auch vielleicht mal eine Fragestellung oder bestimmte Aussagen mit aufzunehmen und was das manchmal für Auswirkungen auf die Klickrate hat. Das ist manchmal tatsächlich sehr überraschend. Genau, dann auch die Erweiterungen checken. Ja, also nutzt ihr mindestens 4 Erweiterungstypen und da sehe ich hier schon, das ist viel zu wenig. Also innerhalb dieses Erweiterungstyps Sitelinks sind nur 2 angelegt. Es sollten mindestens 4 Sitelinks sein. Also unbedingt noch ausbauen. Wenn euch da Unterseiten fehlen, was bei deiner Seite nicht so wirklich so aussieht, ihr habt, glaube ich, eine Menge Unterseiten, ihr könnt auch mal zu anderen Themengebieten verlinken. Ja? Also ihr könnt auch zu Referenzen verlinken, zur Kontaktseite, zu Shopseiten, vielleicht auch zu anderen Themen, die eben zu Drehtoren passen könnten. Ja? Vielleicht, weiß nicht, ob ihr das habt, aber fertige Garagen oder Garagentore oder Ersatzteile oder Upgrade-Sets oder ähnliches. Das könnt ihr alles hier mit reinpacken. Auf die Sitelinks wird selten direkt geklickt. Ja, das könnt ihr auch über Segment Klicktyp euch einmal anschauen. Aber sie sorgen für eine deutlich größere Sichtbarkeit auf Google und auch meistens eine deutlich höhere Klickrate. Das heißt, das ist hier wirklich eine Empfehlung mit Priorität, hier noch mehr Sitelinks mit anzulegen. Und vermutlich ist es bei anderen Kampagnen dann ähnlich. Also unbedingt das entsprechend noch ausbauen. Ja, ihr seht auch immer dann, wenn die Sitelinks geschaltet wurden, ja, dann war die Klickrate mit 13% auch ziemlich hoch. So, Zusatzinformationen sind drin. Ja, auch da gerne noch ein bisschen mehr. Das mit der Mail kann sein, dass Google das irgendwann auch ablehnt. Packt da gerne noch mehr rein. Ja, also alles, was euch auszeichnet. Wie lange seid ihr schon am Markt? Wie lange habt ihr Erfahrung? Ihr seid ein Fachbetrieb seit dem Jahr XY. Gibt es irgendwelche Servicegarantien? Gibt es irgendwelche Reaktionszeiten, die ihr zusagen könnt? Seid ihr telefonisch erreichbar für Beratungen? Ne? Das kann alles hier mit rein. Snippet-Erweiterung, ja, da habt ihr jetzt Modelle drin, da könnt ihr garantiert auch Produkte mit aufnehmen. Ihr könnt also als weiteren Erweiterungstypen, ihr könnt bestimmt Dienstleistungen mit aufnehmen, ja, also auch da ausbauen. Bilder, ja, funktionieren meistens recht gut. Die Bilder finde ich jetzt nicht so richtig aussagekräftig. Das sind halt ja Spezialproduktbilder. Da würde ich vielleicht eher versuchen, auf Bilder zu gehen, die einfach hier, ne, sowas zeigen. Also wirklich ein Garagentor, die jetzt irgendwie einen speziellen Bezug haben, sodass die Leute das sofort erkennen. Ja? Vielleicht auch hier diese Zugangssysteme. Ihr habt bestimmt eine Menge cooler Fotos. Ja, sowas hier zum Beispiel. Ne? Das sind Sachen, das versteht ein Nutzer relativ schnell. Wenn er das bei Google sieht, bei eurer Anzeige, versteht er, okay, es geht um Garagentore, die ich mit einer Fernbedienung öffnen und schließen kann. Ja, oder es geht um Drehtore und so weiter. Also nutzt lieber sowas als die Produktbilder. Dynamische Bilder würde ich auch aktivieren, ja, vorausgesetzt, ihr habt das Recht, diese Bilder zu verwenden. Ich gehe jetzt mal davon aus. Aktiviert das mal und dann sucht Google sich von eurer Webseite selbst Bilder heraus. Und die funktionieren oftmals dann auch ziemlich gut. Ja, wahrscheinlich, weil Google auch ein bisschen erkennen kann und auch durchtestet, welche Bilder halt zu höherer Klickrate führen. So, Preiserweiterung habt ihr noch drin, prima. Genau, und dann schaut mal, was vielleicht eben noch passen kann. Eine Anruferweiterung, denke ich, könnt ihr bestimmt noch ganz gut nutzen, dass Leute direkt bei euch anrufen von der Google-Anzeige aus. Ihr könnt sicherlich noch eine Standorterweiterung verwenden. Ja, heißt nicht, dass die Leute zu euch dann fahren und irgendwie vorm Büro stehen, sondern einfach nur, dass die einen Bezug dazu haben, ach, die Firma sitzt in XY. Ja, also nehmt das gerne rein. Ja, und wenn ihr mal irgendwie ein Angebot habt, ja, also Rabatt oder irgendeine spezielle Aktion oder ähnliches, dann macht er auch gerne hier entsprechend so eine Werbeerweiterung mit rein. Ja, also bei einer Erweiterung wirklich noch mehr ausbauen und das Ganze entsprechend mit nutzen. Ja, und einfach mit weiterverwenden. Genau, so, Qualitätsfaktor hatte ich ja gerade jetzt schon angesprochen, da zählt jetzt eben viel davon auch rein. Die Struktur, ne, ist auf jeden Fall auch ein Thema für die Qualitätsfaktoren.
Und ich habe jetzt auch hier nochmal ein separates Tool, das zeige ich euch gleich. Das ist der Optimizer, das ist ein amerikanisches Tool, natürlich kostenpflichtig. Der macht aber eine ziemlich coole Aggregierung von den Qualitätsfaktoren. Das heißt, wenn ich euch das jetzt hier einmal zeige, dann seht ihr hier die also die Summe, den Durchschnitt eurer Qualitätsfaktoren im gesamten Account. Ja, der liegt bei 7,2. Das ist okay, aber ist durchaus noch ausbaubar. Und ausbaubar ist ja vor allem durch die erwartete Klickrate. Ja, das heißt, ihr seht, der Hebel in eurem Konto, um den Gesamtscore noch zu verbessern, ist die erwartete Klickrate. Ja, die anderen beiden sind schon ziemlich gut. Da gibt es noch ein bisschen Potenzial bis zur 10, aber das ist schon wirklich mit fast 9 ist das schon ziemlich gut. Guckt euch diese Klickrate an. Ne? Also Struktur verbessern, Anzeigen nochmal weiter optimieren, die nicht gut konvertieren oder geklickt werden, entsprechend pausieren, weitere testen und vor allem die ganzen Anzeigenerweiterungen weiter zu verwenden. Ja? Genau. Dann hatte ich ja eben schon kurz gesagt, es gibt hier welche mit diesen Single Keyword Ad Group. Ja, das kann immer noch Sinn ergeben. Ja, Google selbst sagt aber, und das zeigt auch meine Erfahrung in vielen Kundenkonten, dass das meistens nicht mehr wirklich einen Vorteil bringt. Ja, sondern im Gegenteil, Google möchte eigentlich innerhalb von Kampagnen und Anzeigengruppen eine größere Anzahl an Keywords haben, damit dann auch die Klicks, Impressionen und Kosten und Conversions eben auch in einer größeren Summe da liegen. Und früher hat man das gemacht mit diesem ein Keyword pro Anzeigengruppe, damit man eben einen perfekt passenden Anzeigentext zu diesem Keyword schreiben konnte. Ja, und dann eben auch die Klickrate verbessern konnte. Wie gesagt, der Effekt ist quasi nicht mehr spürbar. Und gerade wenn man Geburtsstrategien von Google verwendet, sind sie manchmal sogar tatsächlich schädlich, weil Google einfach zu wenig Daten für ein einzelnes Keyword hat, um dann wirklich gezielt darauf zu optimieren. Ja, das heißt, auch das würde ich überdenken und würde ich überlegen, halt auch dann entsprechend in diese anderen, ne, also kann man die Kampagnenstruktur auch deutlich nochmal ausdünnen, dass man diese Keywords in die entsprechenden ja, Sammelkampagnen hinzufügt, ja, die man dann ja auch eben nochmal deutlich aufräumt, indem man diese ganzen Keyword-Leichen rausschmeißt. Ja. Der Qualitätsfaktor, denke ich, wird sich nicht verschlechtern, vielleicht verbessert er sich sogar noch, ja, wenn er mit den anderen Anzeigengruppen, Keywords mit drin ist, die Anzeigen optimiert wurden, die Erweiterung optimiert wurden, ja, dann kann sich da auch der Qualitätsfaktor nochmal verbessern. Okay. Jo, da sind wir jetzt schon ziemlich weit. Gucken wir nochmal in das Thema Remarketing und dann gebe ich noch so ein paar Ideen mit, was mir so auf die Schnelle einfällt im Account. Genau, also Remarketing wird genutzt. Die Listen sind auch relativ gut, ja, die sind relativ gut gefüllt, werden anscheinend auch verwendet in den Kampagnen, das ist prima. Ja, das heißt, Remarketing-Listen immer auch nochmal hinzufügen zu den Kampagnen. Vielleicht auch, da wäre dann schon eine Empfehlung, vielleicht auch mal wirklich eine Display-Remarketing-Kampagne anlegen, um halt die Leute, die auf eurer Seite waren, ja, und die vielleicht schon auch mal was gekauft haben, einfach nochmal anzusprechen. Ja, also vielleicht für weitere Produkte oder Entschuldigung. Oder die Leute, die quasi auf der Seite waren, aber nichts gekauft haben, ne? Auch die Gruppe kann man ja relativ simpel anlegen. Genau. Oder hier ist eigentlich schon angelegt, funktioniert momentan aber anscheinend nicht, weil die nicht gefüllt ist. Also Nutzer, die etwas in den Einkaufswagen gelegt haben, aber nicht gekauft haben, ja, dass man die dann eben nochmal anspricht und nochmal daran erinnert. Auch das funktioniert meistens ziemlich gut. Ja, aber da seid ihr an sich schon auf einem ganz guten Weg. Aber ich würde euch zum Beispiel eine Display-Kampagne empfehlen, um auch wirklich mal nur auf diese Zielgruppen abzuzielen und den Leuten im Prinzip immer noch mal eure Produkte, eure Dienstleistungen in Erinnerung rufen. Ja? Genau, weil ich gerade hier bin, ja, auch benutzerdefiniertes Segment könnte eine interessante Sache sein. Also wenn ihr Mitbewerber von euch kennt, ne, wovon ich einfach mal stark ausgehe, dann legt hier ruhig auch mal ein benutzerdefiniertes Segment an, also eine Zielgruppe, die zum Beispiel auf Google nach euren Mitbewerbern sucht, ja, oder die bestimmte Webseiten besucht haben, ne, also eben auch die von euren Mitbewerbern.
Das können manchmal dann Zielgruppen sein, die auch wirklich gut funktionieren, ne? Also man muss aufpassen, dass die nicht zu groß wird. Google gibt dann hier auch so eine Schätzung an, wie viele Nutzer und wie viele Impressionen da möglich sind. Versucht die nicht zu groß werden zu lassen, aber ja, wenn die einfach gut definiert ist, zum Beispiel mit Mitbewerbern und mit entsprechenden Suchbegriffen, dann könnt ihr halt eben unabhängig von denen, die schon mal auf eurer Webseite waren, ja, im Google-Netzwerk halt noch mehr Nutzer finden, die entsprechend interessant sein können, ja, und die auch entsprechend ja, sich für die Produkte interessieren. Also denkt auch da gerne mal drüber nach. Genau, dann zu noch so ein paar Ideen, was mir auffällt. Also neben einer Display-Kampagne oder vielleicht auch einer Smart-Display-Kampagne, ja, wo man auch sagt, okay, Google, komm, lauf mal los, ne, und auf Basis von dem, was du von unserem Konto bereits kennst, ne, wer kommt und kauft etwas, kann man im Display-Netzwerk eben versuchen, Google-Nutzer zu erreichen, wo Google dann der Meinung ist, der interessiert sich da wirklich auch für, ne, also der oder die. Und auch das kann eine Kampagnenart sein, die tatsächlich eben nochmal einen Umsatz bringen kann, ne? Also nicht selten funktionieren Smart-Display-Kampagnen ganz gut. Auch eine Smart-Shopping-Kampagne wäre eine Idee. Ja? Das sind aber beides Typen, die werden im Laufe des Jahres bis zum September dann von der sogenannten maximalen Performance-Kampagne abgelöst. Auch das wäre eine Idee, dass du im Prinzip zusätzlich zu den jetzigen Kampagnen einfach mal eine maximale Performance-Kampagne anlegst. Ja? Gut beobachten, ob die was vom bisherigen Traffic wegnimmt, sollte sie eigentlich nicht, laut Google, sondern sie hat einfach nochmal deutlich mehr Möglichkeiten auch zu lernen, ein paar mehr ja, Anzeigen zu schalten. Da sind im Prinzip alle Google-Produkte sind hier im Prinzip mit dabei. Ja, also YouTube, die Google-Suche, die Suchnetzwerkpartner, Google Mail, Google Maps und so weiter ist da im Prinzip alles mit drin. Und man hat immer auch dann nochmal die Möglichkeit, auch auf exklusives Inventar zuzugreifen, was eben nicht über die anderen Kampagnen abgedeckt wird. Ja, also auch da wäre tatsächlich eine Idee, mal die maximale Performance-Kampagne noch zu testen zusätzlich. Ja, ansonsten Mitbewerberanalyse hatte ich ja auch schon erwähnt, ne? Also immer mal gucken, was die so für Anzeigen schalten. Das kann man ja direkt auf Google machen. Ansonsten über die Auktionsdaten könnt ihr ja auch mal schauen, welche URLs werden dann überhaupt noch mit euren Anzeigen-Keywords mitgeschaltet. Ne, da seht ihr, es gibt eine Menge. Ja, auch die kann man sich ja mal angucken, was die so eigentlich machen. Ja, gerade die, die wirklich direkt im Sortiment oder in dem gleichen Ozean sozusagen mitschwimmen und da versuchen auch zu angeln, die würde ich dann entsprechend hier mir auch nochmal genauer angucken. Und wenn ihr Zugriff habt auf Tools wie zum Beispiel SEMrush oder Sistrix, ne, dann kann man sich ja auch da nochmal anschauen, zu welchen Keywords schalten die dann Anzeigen oder werden eben auch im organischen Suchbereich gut geschaltet. Ne? Und dann kann man nochmal schauen, gibt es da irgendwelche Keywords und Suchbegriffe, die ich vielleicht noch nicht abdecke, ne? Und dass ich dann auch das nochmal weiter ausbaue. Auch dynamische Suchanzeigen habe ich nicht gesehen. Ne? Auch das würde ich definitiv mal mit ausprobieren. Dass du also eine Kampagne, eine normale Suchkampagne anlegst und den Anzeigengruppentyp, den machst du als dynamisch, nennst Google deine URL, ja, und dann läuft Google los, durchsucht eure ganze Webseite, ne, mit allen Unterseiten. Wenn du möchtest, kannst du ein paar ausschließen, die du nicht untersucht haben willst. Und dann wird Google einfach noch sehr viel mehr Suchbegriffe finden, wozu Google eben eure Anzeigen schaltet. Das kannst du dann auch immer kontrollieren und kannst auch sehen, hey, da habe ich vielleicht noch nie dran gedacht. Ja, das sind Suchbegriffe, die führen zu Conversions und die haben wir noch gar nicht hier mit aufgenommen. Ne, die sind noch gar nicht irgendwie mit drin in den Kampagnen. Und dann kannst du die entweder einfach weiterlaufen lassen und auch mit einem ZielROAS optimieren lassen und eben noch für mehr Umsatz sorgen. Oder du guckst dir die Suchbegriffe an, ja, und nimmst diese Suchbegriffe, die wirklich zu Umsatz führen. Dann noch in die anderen Kampagnen mit auf, ja, und schließt die vielleicht aus dieser dynamischen Kampagne mit aus. Genau, da würde ich definitiv verwenden, weil das sind oftmals wirklich gut funktionierende Kampagnen und der Algorithmus von Google funktioniert da auch wirklich ziemlich gut. Okay, ich glaube, dann haben wir quasi alles, was man so an einer schnellen, ja, jetzt in 45 Minuten Analyse machen kann. Wir gucken noch mal kurz in die Empfehlungen hinein, weil da der Empfehlungsscore relativ gering ist. Das sind ja immer nur Sachen, die Google so auf,
Basis von den Best Practices vorschlägt, ja, und nicht alles ist immer sinnvoll und sollte man verwenden, aber man kann es mal durchschauen und kann, wenn man das nicht haben möchte, einfach auch auf Ablehnen gehen, ja, dann erhöht sich sofort auch dieser Empfehlungsscore. Gibt Leute, die stört das, dass der nicht bei 100% ist oder so. Ne, dann kann man es einfach machen. Ja, ein paar Sachen sind Sachen, die ich auch jetzt schon genannt habe. Ne? Also zum Beispiel mal so eine maximale Performance-Kampagne irgendwie testen. Listen zum Kundenabgleich hochladen. Das wäre dann eben eine Möglichkeit von Bestandskunden. Immer Zustimmung vorausgesetzt. Ne? Könntet ihr deren E-Mail-Adressen hochladen? Google würde versuchen, eine Zielgruppe darauf festzulegen. Und dann könnt ihr entweder dieser Zielgruppe Anzeigen schalten oder ähnlichen Zielgruppen, also die so ähnlich sind wie diese Kundenliste, ja, dann könnt ihr diesen auch entsprechend eure Google-Anzeigen schalten, beispielsweise auch im Display-Netzwerk. Genau, gucke mal, gibt es hier noch was Interessantes? Ja, vielleicht mal durchgucken, was Google noch für neue Keywords vorschlägt, ob das Sinn ergibt. Suchnetzwerkpartner sind nicht aktiviert, ne? Auch das würde ich eigentlich empfehlen. Das ist sowas wie t-online.de. Ne? Wenn man auf t-online.de was sucht, dann kommt das alles von Google. Man bleibt aber auf t-online. Ne? Aber momentan würden Leute, die nach Garagentorantrieben suchen, eben nicht eure Anzeigen auf t-online sehen. Ne? Und ich denke, das kann gut funktionieren. In 80% aller Kunden funktionieren die Suchnetzwerkpartner sehr, sehr, sehr ähnlich zu den ja, Google-Suchen. Ne? Also die konvertieren meistens genauso gut. Genau, dynamische Suchanzeigen schlägt Google auch vor, genau, das passt also auch. Genau, Conversions maximieren, Ziel-CPA würde ich jetzt erstmal nicht empfehlen. Ich würde eher direkt zum Ziel ROAS gehen, ne, weil ihr habt ja im Prinzip schon all diese Mikro-Conversions und die entsprechenden Stufen. Hier gibt es noch ein Keyword, was anscheinend ein gebuchtes Keyword blockiert. Ne, das würde ich dann auch nochmal prüfen. Genau, und Erweiterungen schlägt Google auch ein paar Sachen vor. Ja. Da würde ich auch dann entsprechend mal durchgehen und gucken, ob es Sinn ergibt. Eine Preiserweiterung, ja, finde ich nicht immer so passend. Das muss man immer regelmäßig pflegen. Ne? Und gerade bei euren Produkten könnte es auch sein, dass die Leute sich abgeschreckt fühlen, wenn man dann irgendwie reinschreibt, Garagentor ab 1500 Euro. Ja, also muss man im Einzelfall immer mal testen, ob das funktioniert oder nicht. Okay, so, dann hoffe ich, ich konnte dir eine Menge Impulse mitgeben und dass ihr alle davon auch eine Menge mitnehmen konntet, was sozusagen mein Vorgehen ist, wenn ich mir so ein Konto anschaue. Ne, ich würde, wenn man das sozusagen im Rahmen eines Coachings macht, also dass man direkt miteinander zum Beispiel telefoniert und sich das Konto anschaut, kommt man oftmals noch auf viel mehr Detailthemen und natürlich gibt es auch noch mehr Detailthemen. Wir waren jetzt zum Beispiel nicht in den Tiefen der Shopping-Kampagnen drin, sind dort alle Produkte ausgewählt, werden Suchbegriffe regelmäßig durchgegangen und auch entsprechend ausgeschlossen. Ne? Das ist eine Sache, die können wir jetzt nochmal ganz kurz gucken. Sieht mir aber so aus, als würde hier regelmäßig mal geprüft werden. Es sind hier zumindest ausgeschlossene und hinzugefügte dabei. Genau, das auch immer regelmäßig halt prüfen. Wie gesagt, auch in den Shopping-Kampagnen kann man immer noch weiter ins Detail gehen. Und wenn wir das eben in so einem 1-zu-1-Call machen, ne, dann entwickelt man gemeinsam immer mehr Ideen oder ich verstehe dann vielleicht auch manchmal so gewisse Nebenbedingungen, die es noch gibt und versuche dann eben auch nochmal passend dazu bestimmte Strategien und Ideen zu entwickeln. Genau, das ist jetzt sozusagen ja wirklich nur eine Analyse für mich gewesen, aber ich glaube, da waren jetzt schon einige Sachen drin, die mir aufgefallen sind, die jetzt nicht grob falsch gemacht wurden. Ne? Das ist ein Konto, das hat wirklich eine gute Basis, aber im Detail sind es dann doch einige Dinge, die ich eben nochmal verbessern würde, einfach auf Basis von den ja, Learnings von ganz vielen anderen Kundenkonten und was Google momentan ja, dazu veranlasst, deutlich besser zu funktionieren, als ja, das vielleicht eben noch zum Beispiel mit diesen Single Keyword Ad Groups noch vor einigen Monaten oder Jahren gut funktioniert hat. Ne? Da entwickelt sich der Markt einfach rasch weiter. Genau, und eben auch so ein paar Funktionen, auch ein paar neue Funktionen, wie diese maximale Performance oder auch dynamische Suchanzeigen, die gibt es jetzt schon länger, ne? Aber die werden hier eben nicht verwendet, aber ich glaube, die können wirklich zu einer ziemlich guten Performance führen. Also nutzt das mal, guckt das nochmal durch. Und genau, für alle von euch, ich denke, ihr habt eine Menge mitnehmen können. Guckt es in euren eigenen Konten auch nochmal an. Ne? Gerade so Optimierungsthemen wie Anzeigentext und Erweiterungen. Ja,
Und wenn es unter euch dann eben noch ein paar gibt, die auch gerne mal ihr Konto so analysiert haben wollen, ja, dann schreibt mir, wie gesagt, an christoph@master-of-search.de und schick mir die Google Ads Kundennummer und dann mache ich das gerne auch für dich hier auf YouTube. Wenn ihr das noch mehr im Detail haben wollt und auch regelmäßig, ja, dass man also zum Beispiel jede Woche, wenn auch nur vielleicht kurze Telefonate führt, können aber auch sehr lange Telefonate sein, ja, dann schaut auch mal auf die Master of Search Seite, ne, und tragt euch da gerne mal für ein unverbindliches Strategiegespräch ein. Und ne, dann können wir auch ein Modell finden, beziehungsweise haben wir viele Kunden schon drin, wo wir eben wirklich diese 1:1-Coachings machen oder entsprechend Gruppencoachings, wo jeder voneinander lernen kann. Ja, und wir wirklich sehr strategisch vorgehen und halt wirklich jeden Account entsprechend weiterentwickeln und nach vorne bringen. Ja, also dann schaue dort nach, trag dich ein und genau, dann bis zum nächsten Video. Ciao.